Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu Pokémon Masters Tournament, die Zusammenfassung. In diesem Video werde ich hier nur vom Viertelfinale bis zum Finale eine Zusammenfassung euch geben. Alles, was davor oder danach passiert, unter anderem die Geschichte mit Go, werde ich für dieses Video ignorieren. Das Masters Tournament ist ein Zusammentreffen der besten Trainer der Welt, wo die Champs aufeinandertreffen. An diesem Turnier teilnehmen tun Ash Ketchum, der Champ der Alola-Region, der Champ der Einhal-Region Lilia, der Gewinner der Kalos-Region Ellen, der Champ der Kalos-Region Dianta, der Champ der Kanto- und Johto-Region Siegfried, der Champ der Höhenregion Troy, der Champ der Sinnoh-Region Cynthia und der Champ der Galar-Region Deleon. Die Regeln von Runde 1: Es gibt kein Zeitlimit, kein Tauschlimit. Wenn ein Pokémon K.O. geht, ist es besiegt. Es ist ein 3 vs 3 und es darf einmal entweder eine Mega-Entwicklung, Z-Attacke oder Dynamaximierung eingesetzt werden. Erster Kampf: Deleon gegen Ellen. Ellen startete mit Brigaron und Deleon mit Gutrum. Nach einem Hammerarm von Brigaron zog Deleon sein Pokémon erstmal zurück und Dynamaximierte sein Gutrum. Ähnlich wie in den Spielen lief die Giga-Dynamaximierungsphase 3 Runden lang. Diese konnte Brigaron zwar überstehen, wurde schlussendlich aber durch Akrobatik von Gutrum besiegt. Als nächstes setzte Ellen sein Glurak ein und Gutrum konnte per One-Shot besiegt werden. Auch Deleon setzte seinen Glurak ein, aber Ellen zog seinen Glurak erst einmal wieder zurück und brachte Calamenero. Doch dieses wurde ratzfotz von dem Glurak von Deleon besiegt. Somit wieder Glurak gegen Glurak, aber das Glurak von Ellen natürlich in der Mega-Entwicklung, und zwar Glurak X. Dennoch wurde das Glurak X sehr schnell von Gluraks Deleon relativ schnell besiegt. Zweiter Kampf: Siegfried gegen Dianta. Erster Kampf: Dragoran gegen Amagara. Amagara setzte Lichtschild und spielte Reflektor auf, dennoch konnte Dragoran Amagara besiegen, auch wenn es selbst viel Schaden einstecken musste. Siegfried nahm dann aber erstmal Dragoran raus und so hieß der Kampf Pumpkin gegen Gyarados. Durch die Attacke Halloween konnte Pumpkin Gyarados sehr effektiv treffen und mit etwas mehr Schaden konnte es dann auch Gyarados besiegen. Siegfrieds drittes Pokémon war Tricephalo. Da die Schilde nun zu Ende waren, hatte Tricephalo leichtes Spiel dann auch mit Pumpkin. Ihr letztes Pokémon von Dianta war dann Mega Gardevoir und Gardevoir beendete es mit einer Mondgewalt. Somit wieder zurück zu Dragoran, aber dieses Mal als Dynamaximierungs-Dragoran. Doch diese konnte Dianta ohne Probleme tatsächlich überstehen und machte dann später dann auch kurzen Prozess mit dem Dragoran von Siegfried. Dritter Kampf: Cynthia gegen Lilia. Erstes Duell: Stalobor gegen Gastrodon. Trotz Regentanz und den Wasserattacken konnte Stalobor tatsächlich Gastrodon besiegen. Zweites Pokémon von Cynthia war dann aber Milotic. Und da Stalobor von dem Kampf zuvor sehr stark geschwächt war, hatte Milotic dann Stalobor per One-Shot besiegt. Nächstes Pokémon von Lilia dann Dragoran. Aber durch die Feenattacken wird Dragoran auch ganz schnell besiegt. Nächstes Pokémon dann und letztes Pokémon von Lilia war Maxax. Durch eine ziemlich starke Strategie konnte Maxax dann endlich auch Milotic besiegen. Letztes Pokémon von Cynthia war dann Knackrack. Natürlich in der Mega-Entwicklungsform. Es ist ein wirklich cooler und spannender Kampf zwischen diesen beiden Drachen. Aber schlussendlich besiegt Mega Knackrack Maxax, obwohl es ein ziemlich spannender Kampf war. Vierter Kampf: Troy gegen Ash. Erstes Duell: Metacross gegen Pescagon. Nach einem ersten Schlagabtausch wechselte Troy zu Stolos. Stolos konnte Pescagon sehr schnell ausschalten. Zweites Pokémon von Ash war Gengar. Besonders durch Irrlicht konnte Gengar Stolos schlussendlich auch besiegen. Sein drittes Pokémon war Willy. Besonders durch eine böse Umklammerung und Verwurzler-Taktik kam Gengar ziemlich in Schwitzen, konnte sich aber befreien, nur um kurze Zeit später von Willy besiegt zu werden. Drittes und letztes Pokémon war Ash, natürlich Pikachu. Auch wenn Troy erneut seine böse Umklammerungstaktik erneut einsetzte, aber dieses Mal erst durch Elektronetz und dann durch Eisenschweif konnte Pikachu dann Willy auch besiegen. Somit das letzte Pokémon von Troy, Metagross, aber natürlich in der Mega-Entwicklungsform.
Besonders weil Metagross so schnell ist, gehen die Attacken von Pikachu ständig daneben. Auch Metagross selbst kann Pikachu sehr stark schaden. Somit verwendet Pikachu seine Z-Attacke. Da der Angriff zu stark und zu schnell selbst für Metagross ist, wird es mit voller Wucht getroffen. Und Pikachu beendet es dann mit Eisenschweif. Somit kommen wir zum Halbfinale. Die Regeln ab dem Halbfinale: 6 Pokémon und man darf eine Z-Attacke, eine Mega-Entwicklung oder Dynamaximierung einsetzen. Erster Kampf: Deleon gegen Dianta. Hier wurde der Kampf größtenteils geskippt, da Ash, Go und Cynthia ein paar Kindern geholfen hat. Aber dank Team Rocket erfahren wir, dass Deleons Katapultra erst Diantas Resslerdero besiegt hat, Monagoras konnte dann Katapultra besiegen, Gudrum konnte dann Monagoras, Amagara, Pumpkin und Viscagon besiegen. Als dann Ash und die anderen wieder zurück waren, nutzte Dianta ihr Gardevoir und somit konnte sie auch endlich mal Gudrum besiegen. Dianleons nächstes Pokémon war dann Glurak. Dianta nutzte dann auch ihre Mega-Entwicklung für Gardevoir und Deleon natürlich seine Giga-Dynamaximierung für Glurak. Trotz eines sehr guten Kampfes ging der Sieg schlussendlich auch an Glurak. Und Deleon stand somit ebenfalls im Finale. Zweiter Kampf: Cynthia gegen Ash. Erster Kampf: Krypuk gegen Dragoran. Durch eine böse Hypnose Traumfresser-Taktik konnte Krypuk den Kampf ohne Probleme gewinnen. Daraufhin zog Cynthia ihr Pokémon erstmal wieder zurück. Und der Kampf Gengar gegen Roserade begann. Zwar konnten beide Pokémon ziemlich gut austeilen, aber nachdem Roserade verbrannt wurde, zog Cynthia ihr Pokémon erstmal wieder zurück und brachte erneut Krypuk. Auch wenn Gengar Krypuk sehr effektiv treffen konnte, durch eine Feenattacke wurde Gengar dennoch besiegt. Und wieder holte Cynthia ihr Krypuk wieder zurück. Damit begann der Kampf Togekiss gegen Pikachu. Nach zwei Treffern gegen Pikachu und eines Zurückschrecken von Pikachu zog Cynthia ihr Togekiss erst einmal wieder zurück und brachte Gastrodon. Trotz des Tütenvorteils konnte Pikachu besonders durch Eisenschweif und Ruckzuckhieb den Kampf für sich entscheiden. Und wieder nutzte sie Krypuk. Durch den Kontoschild, welchen Ash und Pikachu in der Sinnoh-Region gelernt hatten, traf die Hypnose überhaupt gar nicht. Und Pikachu dominierte den Kampf und besiegte Krypuk. Doch vorher nutzte Krypuk Abgangsbund und somit war auch Pikachu besiegt. Nächster Kampf: Knackrack gegen Pescagon. Nachdem Knackrack seine Tarnsteine einsetzte, wechselte sie wieder auf Roserade. Durch die Fähigkeit von Roserade war es nun auch nicht mehr verbrannt. Trotz Vergiftung konnte Pescagon Roserade besiegen. Cynthias nächstes Pokémon war dann Milotic. Trotz eines starken Kampfes von Pescagon gewann aber Milotic. Ash nächstes Pokémon war Lauchzulot, welches zu Beginn aber direkt von den Tarnsteinen kritisch getroffen wurde. Nicht nur, dass es die Tarnsteine zerstören konnte, sondern konnte sogar Milotic besiegen. Ihr nächstes Pokémon war Knackrack. Obwohl Lauchzulot Knackrack viel Schaden machte, wurde es wie ein Ehren-Pokémon besiegt und ist im Stehen K.O. gegangen. Wieder zog Cynthia ihr Pokémon zurück und der Kampf Lucario gegen Togekiss begann. Nach einem ersten Schlagabtausch dynamaximierte sie ihr Togekiss und Lucario nutzte seine Mega-Entwicklung. Nach einem heftigen Schlagabtausch der beiden Pokémon gewann aber Lucario den Beam Clash. Nach einem weiteren heftigen Kampf konnte dann Togekiss dennoch besiegt werden. Und damit der letzte Kampf, Knackrack gegen Mega Lucario. Nach einem Schlagabtausch der beiden Pokémon gehen beide Pokémon zu Boden. Aber Lucario ist das Pokémon, welches wieder aufsteht. Und somit steht Ash im Finale. Das Finale: Deleon gegen Ash. Regeln: Es ist ein 6 vs 6 Kampf. Und da Deleon die volle Kraft beider Pokémon-Teams sehen würde, kann man unendlich oft Dynamaximieren, Z-Attacken und Mega-Entwicklung einsetzen. Auch wenn das nicht zum Kampf gehört, aber Lucia war als Unterstützung live im Stadion dabei. Und Serena, Maike und Misty hat man nur gesehen, dass sie über den Fernseher zugeschaut haben. Erster Kampf: Libellos gegen Pikachu. Durch die besondere Fähigkeit von Libellos können Attacken vom Typ Elektro ihm nichts anhaben. Deswegen zog Ash Pikachu erst einmal wieder zurück, genau wie Deleon sein Libellos. Der nächste Kampf: Gengar gegen Inteleon. Auch Deleon hat seinem Pokémon den Konterschild beigebracht und somit wurde Gengar ziemlich stark getroffen.
Doch Ash konnte es abbrechen und Gigadynamax maximierte Gengar. Obwohl Gengar ziemlich stark kassierte, konnte es schlussendlich Inteleon besiegen. Sein nächstes Pokémon war Pantyfrost. Durch Pantyfrost konnte er das Feld vereisen und mit Psychofeld dann auch Gengar, welches eingefroren war, besiegen. Das nächste Pokémon von Ash war dann Lauchzelot. Durch ihn konnte er das Psychofeld zerstören und wechselte dann auf Lucario, natürlich mit Mega-Entwicklung. Durch seine Aura konnte es Pantyfrost spüren und schlussendlich auch besiegen. Sein nächstes Pokémon war Katapultra. Da es Flammenwurf konnte, sah sich Ash gezwungen zu wechseln auf Pescagon. Eigentlich sah es nicht gut aus, bis plötzlich etwas Seltsames mit Pescagon passierte. Durch seine neuen Stacheln war es nun im Vorteil, aber durch Drachenrute wurde es wieder zurückgerufen und Dragoran kam heraus. Wieder nutzte aber Deleon seine Drachenrute und es kam Lucario heraus. Aber durch Donnerblitz war es paralysiert und wurde dann schlussendlich durch Flammenwurf besiegt. Weiter machte Ash dann mit Dragoran. Besonders durch Dragoran Meteor, was eine Attacke ist, wo Dragoran seinen Gegner nimmt und ihn mit sich auf den Boden schleudert, wurde Katapultra schlussendlich dann auch besiegt. Weiter ging es dann bei Deleon mit Gudrun. Auch wenn Dragoran alles gab, wurde es dann von Gudrun besiegt. Weiter ging es mit Lauchzelot. Auch wenn Gudrun viel Schaden bekam, konnte es Lauchzelot schlussendlich besiegen. Das nächste Pokémon von Ash war Pescagon. Dieses Mal konnte Gudrun endlich besiegt werden. Sein nächstes Pokémon war Liberlo, welches Pescagon auch besiegen konnte. Daraufhin zog Deleon sein Pokémon zurück und brachte Glurak und Ash sein Pikachu. Glurak wurde direkt zu Beginn des Kampfes dynamaximiert. Nachdem Pikachu ziemlich stark getroffen wurde, nutzte es seine Z-Attacke. Die Angriffe der beiden Attacken waren so heftig, dass sich in Dynalos einmischte, um die Situation zu bereinigen, damit es kein Chaos gibt, und schenkte den beiden Trainern eine weitere Dynamaximierung, welche aber dieses Mal nur für eine Runde gilt. Daraufhin zog Deleon sein Glurak zurück und Gigadynamaximierte Liberlo und Ash sein Pikachu. Mit dieser konnte Pikachu Liberlo dann auch besiegen. Somit wieder das Duell Glurak gegen Pikachu. Es war ein Kampf, welcher echt episch war, besonders was Animation und Kampfchoreo anging. Nach einem harten Treffer von Glurak auf Pikachu bricht Pikachu auch zusammen. Und es sieht so aus, als würde Ash verlieren. Aber dann hört man noch einmal das erste Treffen zwischen Ash und Pikachu. Und man sieht noch einmal alle Pokémon, die Ash auf seiner Reise gefangen hat, welche Pikachu noch einmal motivieren. Auch Ash ist dabei und Pikachu steht wieder auf. In einem ultimativen, super krassen Super Clash zwischen den beiden Pokémon fällt Glurak schlussendlich um und ist besiegt. Und Ash ist der Gewinner. Ja, liebe Freunde, das war's mit meiner Zusammenfassung des Masters Tournament. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zum Masters Tournament gerne unten in die Kommentare. Also ich fand, es war auf jeden Fall ein mega episches Turnier und besonders den letzten Kampf zwischen Glurak und Pikachu würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr das Masters Tournament noch nicht gesehen haben solltet. Das war nämlich vor allen Dingen mega, mega cool. Aber es gibt auch einige andere Kämpfe, die ich hier angesprochen habe, die mega episch und cool gemacht waren. Falls euch mein Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keines mehr meiner Videos. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis dahin und ciao, euer Flui.